Hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video hier bei uns bei Dümo TV. Heute mal ein Video der anderen Art, und zwar hat euch noch keiner unseren Betrieb gezeigt. Die Leute, die bei uns schon waren, kennen ihn wahrscheinlich schon. Es gibt natürlich unter euch auch welche, die hier noch nicht waren. Und in dem Zuge wollte ich euch heute mal unser Betrieb bzw. unser Gelände einmal ein bisschen näher bringen, unsere Abteilungen zeigen, unseren Shop zeigen. Ne? Und wenn ihr Bock darauf habt, kommt mit und folgt mir auf jeden Fall. So, wenn wir durch unser Haupttor reingehen, haben wir auf der linken Seite als allererstes unseren Kundenparkplatz, wo natürlich unsere Kunden parken können, wenn sie hier zur Auslieferung kommen, wenn sie hier Fahrzeuge besichtigen wollen, wenn sie hier zum Service sind. Da ganz hinten, da gehen wir jetzt aber nochmal zusammen hin, haben wir einen wirklich mega schönen, von unserem Chef persönlich gestalteten Spielplatz. Wohnwagen steht drauf, also wirklich das, was hier zu dem Betrieb passt. Aber seht ihr natürlich gleich selber. Wenn ihr nämlich eure Kinder mitnehmt, sind die auf jeden Fall auch nicht hier mit Langeweile, sondern können jederzeit, vor allem bei diesem wunderschönen Wetter, was wir aktuell haben, auf unseren schönen Spielplatz gehen. Ja, und ihr seht es selber mit dem Palm, mit diesem Wohnwagen, den sie da aus Holz gebaut haben, ist das echt ein cooles Konzept. Direkt dahinter, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ist eine Hundewiese. Dadurch, dass wir als Betrieb große Hundeliebhaber sind, könnt ihr auch mit euren Hunden zusammen oder die Hunde selber in unseren kleinen Käfig, sage ich jetzt mal, oder unsere kleine Fläche für die Hunde reinpacken. Und die haben dann natürlich auch ihren Spaß, können mit anderen Hunden spielen von anderen Kunden. Also auch wirklich cool gemacht, hat unser Chef wirklich einen super Gedanken gehabt. Ansonsten, wie gesagt, der Spielplatz sieht mega schick aus. Ne? Die Kinder, die freuen sich auf jeden Fall, würde ich jetzt mal so behaupten. Dann kommt mal mit. Wir gehen jetzt mal so grob durch unsere Ausstellung durch. Auf die Ausstellung sage ich gleich natürlich noch ein bisschen mehr was. Ja, und zwar gehen wir jetzt als allererstes einmal vor unsere Halle. Alle Fahrzeuge, genauso wie das, was dort gerade angekoppelt ist, die da stehen, sind Fahrzeuge, die hier ausgeliefert werden. Wir haben ja hier bei uns am Standort die komplette Auslieferung. Wohnmobile, Wohnwagen, Kastenwagen, alles wird hier übergeben. Da haben wir unser Übergabeteam, was mit euch dann natürlich die Übergaben macht, euch alles super erklärt. Ja, was haben wir hier heute? Einen Adria, einen Pössl Summit, Concorde. Also hier gehen am Tag viele verschiedene Fahrzeuge raus. Ja, das ist schon cool gemacht. Dann gehen wir mal über unseren roten Teppich in unsere Ausstellungshalle oder in unseren Shop hinein. Und zwar haben wir hier vorne einmal den Empfang. Ne, da sitzt immer unsere Damen, werden euch empfangen, wenn ihr hier reinkommt. Direkt dahinter die Kundenlounge, da haben wir mittlerweile auch einen kleinen Fernseher aufgebaut, wo auch Übergabevideos laufen. Getränke, heiß oder kalt, kriegt ihr hier bei uns natürlich auch, also alles, was euer Herz begehrt. Dann gehe ich mal so ein bisschen auf unseren Shop ein. Unser Shop hat natürlich alles, was das Camperherz begehrt. Wir gehen mal einmal durch, egal ob es Pizzasteine sind oder sogar die passenden Grills für die Pizzasteine. Wir haben hier wirklich alles da, von Kleinigkeiten bis größeren Sachen. Ganz wichtig, alles was ihr hier seht, findet ihr natürlich bei uns auch im Onlineshop. Duemo-shop.de wird euch hier unten natürlich nochmal eingeblendet. Das heißt, wenn ihr eine längere Anfahrt habt, bei uns Sachen im Shop seht, die ihr gerne haben wollt, könnt ihr das natürlich auch online bestellen. Aber um nochmal weiterzugehen, ne, wie gesagt, wir haben hier Geschirrs, haben wir da alles zum Thema Gas. Wir haben hier die Peggy Packs für Vorzeltsicherungen, also wirklich alles, was euer Herz begehrt. Zu den Büros, die wir hier unten haben, beispielsweise stehen wir aktuell vor dem Servicebüro von dem Herrn Zering und der Frau Schütter. Dem Herrn Zering kennt ihr ja mittlerweile schon. Ne? Das heißt, alles, was Wohnwagenservice ist, findet ihr auf jeden Fall hier. Direkt daneben sitzt meine Wenigkeit mit dem Kollegen Sollmann, der mittlerweile neu ist bei uns. In dem Büro sitzen wir. Und direkt daneben ist unser Verkaufsleiter, der Herr Schmidt. Ich meine, den kennt ihr auch schon, den habt ihr auch schon mal in einem kleinen Video gesehen. Ne? Da sind auf jeden Fall die Büros hier relativ gut verteilt. Kundentoilette und unsere private Küche finden wir hier unten auch noch. Aber private Küche heißt ja dementsprechend unser Raum, unser Wohlfühlort, wo wir dann auch mal unsere Pausen machen können. Die Büros oben sind mit unserem Betriebsleiter, dem Herrn Brückner, genauso wie unseren Auslieferungsmenschen besetzt. Das heißt, da oben werden die Leute euch eure Wohnwagen, euren Wohnmobil Garantie melden. Alles, was mit der Auslieferung zum Vorbereiten zu tun ist, passiert auf jeden Fall oben in diesen Büros. Und zusätzlich haben wir noch einen großen Besprechungsraum, wo wir Teammeetings machen
oder was auch immer. Also hier ist wirklich alles besetzt, alles super, sage ich jetzt mal koordiniert. Kommt mal mit. Und zwar will ich euch noch mal so ein bisschen unsere Ausstellungshalle zeigen. Wir haben ja hier einen Indoor-Showroom, sage ich jetzt mal, wo wir immer, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel stehen denn jetzt hier drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wohnwagen drin stehen. Also mittlerweile kriegen wir 8 bis 9 Wohnwagen hier in die Halle rein. Egal ob es Bürstner ist, egal ob es Adria oder sogar Stärkemann ist, hier würfeln wir das immer so ein bisschen dazwischen. Einen Doppelachse haben wir ja auch immer stehen. Also hier ist es nicht alles eine Marke, sondern hier haben wir so, sage ich jetzt mal, die schönsten Modelle von den ganzen Marken haben wir halt hier einmal zusammengewürfelt, sodass jeder halt sich so den ersten Eindruck holen kann, bevor er dann bei uns draußen in die Ausstellung geht. Ansonsten, Reklame haben wir natürlich auch hier, ihr seht es schon, Marina di Venezia Campingplatz, lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr dort noch nicht wart, haben wir ja mittlerweile so eine kleine Kooperation mit den Kollegen aus Italien, mega schöner Campingplatz, habt ihr ja gerade gesehen. Ansonsten Reklame von Bürstner hängt ja auch drin. Also wirklich mega, mega schön gemacht und ich bin auf jeden Fall gerne hier und arbeite auch wirklich gerne hier. Also um das auch nochmal dazu zu sagen. Jetzt kommt ihr mal mit, jetzt zeige ich euch nämlich mal unseren Außenbereich, weil das hier mit unserem Showroom, mit unserer Halle, mit unserem Shop ist natürlich noch nicht alles gewesen. So, und zwar stehen wir, wenn wir durch den Seitenausgang gehen, eigentlich unmittelbar in unserer Ausstellung. Auf der rechten Seite und auf der linken Seite haben wir immer unsere kleineren Wohnwagen stehen. Da beispielsweise Minis, hier steht unser Silver, den einzigen, den wir aktuell da haben. Daneben noch die Adria Actions. Die sehen hier ganz gut aus, passen hier auch relativ gut hin. Und hier geht es eigentlich tatsächlich schon mit unserer Stärkemann-Ausstellung los. Das heißt, alles, was wir an Stärkemann da haben, haben wir immer hier stehen, egal ob es die Easy-Modelle, egal ob es die Evolution oder Open Editions, die neuen sind. Also alles, was an Stärkemann da ist, steht auf jeden Fall immer hier. Hier stehen ausnahmsweise unsere Dickschiffe, sage ich jetzt mal, also unser 903 und unser 663 HT Alpina, weil das halt etwas größere Modelle sind, die einzigen Doppelachser, die wir aktuell haben. Deswegen stehen die auf jeden Fall auch nochmal hier. Da geht es schon los mit unserer Bürstner-Ausstellung, aber wenn du noch mal einmal da drüben hinfilmst, Etrusco. Wir haben ja bei uns an unserem Standort die einzige Wohnmobilmarke namens Etrusco. Das heißt, wenn ihr euch natürlich auch für ein Etrusco-Wohnmobil entscheiden wollt bzw. interessiert, kommt ihr auch bei uns vorbei. Wir haben ja eigentlich so gut wie immer alle Varianten da, egal ob es ein Kastenwagen, ein vollintegrierter oder ein teilintegrierter oder sogar ein Van ist. Also Etrusco finden wir auf jeden Fall auch hier. Aber zurück zu Bürstner. Alles, was wir im Bürstner haben, geht auf jeden Fall in dieser Kurve lang. Und wir versuchen natürlich immer Einzelstücke zu haben, keine doppelten Fahrzeuge. Wenn das natürlich nicht möglich ist, ist immer mal ein oder zwei Lücken frei, die wir natürlich immer zeitnah versuchen wieder zu stopfen. Wie gerade schon erwähnt, Stärkemann-Ausstellung. Hier stehen die etwas, ich sage jetzt mal, hochpreisigeren Modelle, wie beispielsweise die Open Editions. Oder wenn wir noch einen 23er Evolution da haben, würde der natürlich auch hier stehen. Das heißt, auf der einen Seite die Einsteiger, die Easys. Und hier haben wir dann dementsprechend die Open Editions oder die Evolutions oder die Sport Editions. Die gibt es natürlich auch noch. Ab hier bis da hinten, wo ihr noch die Adrias seht, geht dann unsere Adria-Ausstellung los, wo wir natürlich auch immer versuchen, jedes Modell, was wir da haben, euch zu präsentieren. Kommt mal mit, dann zeige ich euch das mal. Unsere Adria-Ausstellung geht auf jeden Fall bis hier. Und direkt daneben, wir haben ja mittlerweile Detlefs-Wohnwagen hier von unserer Partnerfirma Kreierhoff in Rasfeld. Das heißt, wenn ihr euch auch für Detlefs interessiert, aktuell haben wir 6 Modelle da, seid ihr natürlich bei uns auch genau richtig. Egal, ob es die Aeros sind oder die Aero Ups oder die Nomads oder die Campers oder sogar ein Beduin, haben wir auf jeden Fall hier, können wir euch auch präsentieren. Zuzüglich dazu haben wir auch noch von der Marke Soma Camp Neuwagen da, 2 Modelle, die wir auch hier stehen haben, um euch die mal zu präsentieren. Wenn ihr euch dafür interessiert, seid ihr natürlich bei uns auch richtig. Und auch wenn es aktuell nicht der Fall ist, wir haben nur 3 gebrauchte bzw. 2, weil der jetzt schon wieder verkauft ist. Wir haben natürlich auch öfter mal gebrauchte Wohnwagen da. Wenn ihr mal was Gebrauchtes sucht, ruft uns an, fragt uns, ob wir was da haben. Aktuell zu der Zeit ist es halt, ich sage jetzt mal, ein bisschen Mauer, aber das kann natürlich jederzeit wieder mehr kommen. Ja, das war auf jeden Fall zu unserer Ausstellung. Diese ganzen Fahrzeuge, die jetzt hier, sage ich jetzt mal, in der Mitte stehen, sind alles Fahrzeuge, die auf Werkstattaufenthalt warten, die zum TÜV müssen, die noch in die Waschhalle kommen, die gerade aus der Waschhalle fertig sind oder natürlich auch Servicewagen, die in die Werkstatt gehen, weil der Kunde gerade ein Problem hat.
Das sind hier unsere Warteplätze, sage ich jetzt mal, wo die Jungs aus der Werkstatt oder aus der Wäsche oder was auch immer halt immer so zwischenparken können. Ne? Aber Thema Werkstatt ist ein guter Punkt. Da gehen wir jetzt nämlich mal zusammen hin. Und zwar seht ihr das schon hier. Drei große, große Werkstatthallen, wo wir Platz haben bis zum geht nicht mehr. Ihr seht von hier, wir haben eine Grube. Das heißt, wir können sowohl als auf einer Grube als auch auf einer Bühne schrauben. Ne? Das ist ganz cool gemacht. Ansonsten haben wir hier mega viel Werkstattplatz. Hier ist für die Jungs so ein bisschen Rückzugsort. Und da sitzt auch ein paar Jungs, die dann ein bisschen Bürokram machen, ein bisschen planen für die nächsten Wochen. Also Schreibtische haben wir da auch vertreten. Ne? Ja. Was will man mehr? Eine Werkstatt direkt am Standort, wo wir natürlich auch immer Rücksprachen direkt mit den Kollegen klären können, weil wir sind ja nur eine Halle weiter, sage ich jetzt mal. Ne? Finde ich persönlich auch relativ gut gemacht hier bei uns. Die zwei Hallen dort sind extern vermietet an die GTÜ. Das heißt, wir können hier vor Ort immer auf den TÜV-Prüfer zugreifen. Ihr könnt natürlich auch persönlich über uns oder persönlich zur GTÜ fahren und natürlich auch TÜV machen lassen, wie ihr das am Ende wollt. Die Hallen gehören uns halt im Endeffekt nicht, sondern hier ist auf jeden Fall der TÜV vertreten. Die Halle hier ist auf jeden Fall Fahrzeug-QS. Fahrzeug-QS heißt, alle Fahrzeuge, die angenommen werden, die wir geliefert kriegen von der Spedition, werden entweder in der Halle geprüft oder vor der Halle, kriegen eine kleine Durchsicht. Coole Abteilung, wenn man da mal einen Tag mitläuft, ist das echt cool, was die Jungs da so machen. Und zu guter Letzt haben wir dann hier einmal unsere Waschhallen, wo wir dann die Fahrzeuge kurz vor Auslieferung waschen oder ab und zu auch mal unsere Mietflotte, die hier gewaschen wird. Ne? Da haben die Jungs auch wirklich mega, mega viel Platz, wo sie auch zwei, drei Fahrzeuge gleichzeitig aufbereiten können. So, das ist jetzt auf jeden Fall Ausstellung, Werkstatt etc. gewesen. Wir haben aber natürlich jetzt so ein bisschen Backstage auch noch mal ein paar Lagerplätze. Ich sag Backstage, weil am Ende ist es halt nur für uns intern so ein bisschen Abstellfläche. Der Kunde hat am Ende hier nicht eine Ausstellung, sondern es ist halt wirklich nur Lagern für Verkaufte oder für Lagerfahrzeuge, die wir doppelt haben. Das hier ist der sogenannte GP1, Gausepad 1 Platz. Hier werden hauptsächlich zu, ich sag jetzt mal 80% Wohnwagen hingestellt, die halt wie gesagt verkauft sind, die wir doppelt oder dreifach haben oder auch ab und zu mal einen Wagen von einem Kunden, der etwas länger hier bei uns steht. Das heißt, das ist hier keine Ausstellung, das ist wirklich ein reiner Lagerplatz für hauptsächlich Wohnwagen, aber auch Kastenwagen oder Wohnmobile. Das gleiche haben wir aber auch nochmal nur für Reisemobile und zwar da. Dadurch, dass das mit dem Schotter immer so ein bisschen doof ist mit den Wohnwagen, haben wir halt uns dazu entschlossen, dort keine Wohnwagen hinzustellen, sondern wirklich nur Reisemobile. Das heißt, alles, was auch verkauft ist, alles, was auf Werkstattaufenthalt wartet, steht auf jeden Fall auf unserem sogenannten GP2. So, wie gerade schon gesagt, GP2, hier ist auch unsere Anlieferungsstraße, sage ich jetzt mal. Das heißt, alle LKWs, die abladen, fahren die Fahrzeuge dahin. Das heißt, da werden sie auf jeden Fall erstmal zum ersten Schritt untergestellt. Und dann kommt halt, wie gerade schon erklärt, die Anlieferungsdurchsicht und so weiter und so fort. Aber wir haben mittlerweile schöne Hallen dazu bekommen. Und zwar sind das hier unsere Gausepad-Hallen in drei Abteilen. Hier können wir mittlerweile auch Wohnmobile lagern, wie ihr das seht. Hauptsächlich Kastenwagen, weil die Reisemobile etwas zu hoch sind. Wie gesagt, hier stehen auch verkaufte, werkstattwartende Fahrzeuge oder sogar schon auslieferungsfertige Fahrzeuge drin. Die können wir hier unterstellen. Ist ganz cool, weil es ist überdacht. Wenn wir mal wirklich ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen hier stehen haben, wo wir mal beispielsweise ein Dachfenster oder so tauschen, das neue Fenster ist noch nicht da, das alte musste ab, haben wir immer die Möglichkeit, hier drauf zuzugreifen, weil hier kommt halt keine Feuchtigkeit und kein Wasser rein. Ne? Zu guter Letzt kommt jetzt noch unser Hauptlager, beziehungsweise unser einziges Lager mittlerweile. Ja, dann nehme ich euch jetzt auch nochmal mit. Ist auch ganz spannend, weil da gibt es echt, echt viele Sachen, die ich in, ich sag jetzt mal, dieser Anzahl noch nie gesehen habe. Also 100 Markisen, wert 100 Markisen. Aber das werdet ihr gleich auf jeden Fall sehen. Kommt mal mit ins Lager, ich nehme euch mit und dann zeige ich euch da mal alles. Jetzt sind wir im Lager angekommen. Kommt mal einmal mit, ich zeige euch mal so ein bisschen was, was es hier so gibt. Also in unserem Lager ist es so, wenn ein Fahrzeug zur Werkstatt geht, wird es vorher beladen mit den Teilen, die verbaut werden. Oder bei den Wohnwagen wird es dann dementsprechend zur Werkstatt mit unseren Rollwagen gebracht. Alles, wirklich alle gängigen oder auch, ich sage jetzt mal, für Kunden bestellte Teile finden wir hier. Egal, ob es Fahrradträger sind, egal, ob es Klimaanlagen sind. Da hinten seht ihr Markisen in allen möglichen Längen, Größen, Breiten, was auch immer. Na, wir haben hier sämtliche Mover gelagert. Na, wir haben natürlich auch einen Gabelstapler, wo wir dann auch mal nach oben dran kommen. Ja. Also wirklich alles, was hier an die Fahrzeuge verbaut wird oder sonstiges oder wenn ein Kunde mal was mitnehmen will, gibt es das auf jeden Fall hier. Wir haben hier drei Gänge, beziehungsweise das ist sozusagen der Eingangsgang.
Das ist der Mittelgang und hier ist nochmal ein anderer Gang. Und wie gesagt, ich sehe hier Mover, ich sehe hier alles, also Vorzelte. Hier findet ihr wirklich alles, was euer Herz begehrt, ob es Kleinteile sind oder halt auch die großen. Ne? So, das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video in dieser Art auf jeden Fall mal gefallen. Euch mal so einen kleinen Einblick bei uns in die Firma zu geben, auch ein bisschen Backstage, sage ich jetzt mal. Kommt auf jeden Fall vorbei, schaut euch unseren Standort live an. Ne? Wir würden uns auf jeden Fall freuen, egal ob es Ausstellung oder Shop ist. Kommt vorbei, wenn es euch interessiert. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video wie gesagt gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!